liebe Zuschauer, wir freuen uns jetzt auf Denise Kotte, Wiesn-Playmate 2014 und Promi-Wiesn-Reporterin für München TV in diesem Jahr. Liebe Denise, schön, dass du da bist. Denise, du kommst aus einer Welt oder bist in einer Welt, da geht es um Schönheit. Ja? Es geht um doch eher etwas Oberflächliches. Wie erlebst du diese Welt? Wie ist es für dich? Also wie gesagt, ich erlebe die Welt eigentlich wie jeder andere. Ich finde, es ist vielseitig und gerade auch auf der Wiesn, wo ich unterwegs war, ist es eben so, dass man ja sehr viele verschiedene Frauen kennenlernt und da kommt ja eben auch immer dieses Dekolleté und alles Mögliche im Vorschein, die weiblichen Vorzüge. Und daher ist es ganz interessant, das mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Auch wenn man eben der Moderator ist und eben die Leute interviewt, denn es ist ganz was anderes, wie wenn man einfach so sagt, man hat den Glitzer- und Glamour-Effekt. Aber wie gesagt, also ich bin immer der Meinung, man muss immer mit den Leuten auf einer Ebene sein und dann klappt es auch. Wie schwer ist es denn in so einer, sag ich mal, Welt, in der du dich auch bewegst? Du kennst auch sehr viele Stars und Sternchen, du bist auf sehr vielen Promi-Partys natürlich auch unterwegs. Was würdest du sagen, wie schwer ist es vielleicht wirklich auch einen Menschen zu finden, dem man ja zu 100% vielleicht auch vertrauen kann und der das Herz vielleicht auch wirklich am rechten Fleckerl hat? Das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich meine, in so einer Promi-Welt oder in so einer Glitzer- und Glamour-Welt, ich war ja auch letztes Jahr in L.A. in Amerika und da ist es natürlich viel schwieriger. Da will ja jeder immer so dein Freund sein und ist immer ganz, ganz nett. Aber der wahre Freund, das gibt sich dann wirklich dann entweder nur in der Familie oder wirklich im engsten Freundeskreis. Ansonsten weiß man wirklich immer nie, wem man irgendwo vertrauen kann. Aber ich finde es trotzdem immer, man muss immer den Spaß an der Freude sehen und nicht das Ganze drumherum. Und das ist das Schöne auch an der Wiesn zum Beispiel oder überhaupt an so einer Veranstaltung, dass man einfach sagt, man nimmt es und man packt einfach so viel Freude drin rein und man unterhält sich, man lernt neue Leute kennen und das finde ich immer das Schöne. Und dann muss man immer nicht denken, Mensch, meint er das jetzt böse, dass er mit mir redet? Oder deswegen, man muss immer alles ein bisschen positiver sehen. Was bedeutet denn jetzt gerade Schönheit für dich persönlich? Ja, man sagt ja immer, Schönheit kommt vom Herzen, aber ich sage immer, das ist dieser Auftritt, was man hat. Also Schönheit liegt da auch im Auge des Betrachters. Nicht jeder findet jetzt zum Beispiel blond attraktiv. Der sagt zum Beispiel, Mensch, ich hätte jetzt eine rassige, dunkle lieber. Das weiß man immer nie. Also ich sage immer, wenn jemand eine sympathische Ausstrahlung hat, ist er vielleicht auf den zweiten Blick noch sympathischer als derjenige, der gleich wow, der reinkommt, aber dann eine total unsympathische Ader hat. Was ist denn, sag ich mal, für eine Denise Kotte eine wirkliche Herzgeschichte? Also was ist das, wo du sagst, Mensch, das geht mir ans Herz, das berührt mich vielleicht direkt da rein? Ja, ich finde schon, also ich komme ja aus dem Bayerischen und dann die Berge, man hat immer alles irgendwo so in der Verbindung und ausgerechnet solche Veranstaltungen, wenn man so auf einer Ebene ist mit den Leuten, finde ich es immer schön. Also wenn das jetzt nicht so überkantitelt ist und so, man sitzt jetzt so steif da, sondern wenn man einfach Spaß dran hat. Und ich finde, Spaß ist immer der wichtigste Effekt. Und man weiß das ja immer, wenn man warm wird mit den Leuten. Und das ist für mich immer das Wichtigste, wenn ich mich wohlfühle. Und und das kommt für mich auch vom Herzen, wenn ich sage, Mensch, da fühle ich mich wohl. Und da ist so eine Ehrlichkeit vielleicht da. Also, ja. Vielen Dank, Denise. Dankeschön, Denise Kotte. Dankeschön.